Sie gehen, wohin sich kein anderer wagt. Sie tun, was kein anderer kann. Und wenn es ein unlösbares Problem gibt, ruft man sie. Die drei Engel von Tuwei, dem architekturpsychologischen Büro in Regensburg. Oh, sehr schön. Ja, typische öffentliche Toilette, die Edelstahlarmaturen überall. Weiße Fliesen, braungelbe Fliesen, Bodenbelag. Ja, das verdreckte Gitter oben ist unmöglich. Ja, ich mache den Apfeleimer an. Das ist schon total kaputt. Dreck ist auch dahinter. Ein typischer Fall für Tuwei. Nicht einladend. Eine Bauplanerin und zwei Psychologinnen. Sie gehen dahin, wo es manchmal richtig wehtut. Wir erforschen öffentliche Toiletten und leider kommt es sehr selten vor, dass man eine öffentliche Toilette betritt, benutzt und hinterher sagt, so schlimm war es gar nicht. Annette Peters, Christina Geisler und Tina Bernhardt gründeten 2002 das Büro Tuwei, um Architektur mit den Mitteln der Psychologie zu verbessern. Wenn ich ein Gebäude betrete und mich zum Beispiel wohl oder unwohl fühle, kann ich ja oft gar nicht begründen, wieso oder warum, sondern es sind unbewusste psychische Prozesse, die dabei ablaufen. Und deshalb ist es einfach so spannend, in diesem Bereich zu arbeiten, um diese unterbewussten Prozesse eigentlich sichtbar zu machen und darauf dann einzuwirken, im positiven Sinne. Nächster Einsatzort. Ein öffentliches Parkhaus. Die Stadt Freising hat erkannt, dass hier etwas getan werden muss und Tuwei engagiert. Ihre Arbeit beginnt bei der Analyse von Missständen, die bei der architektonischen Planung oft übersehen werden. Ja, das sind die typischen Ecken. Es ist schon Bierflasche, steht rum. Die halt genau, wenn ich hier hochkomme, ich weiß nicht, ob jemand in meinem Rücken steht und auf mich wartet. Das ist genau die Gruselsituation hier. Und bei Parkhäusern ist es ja auch so, dass vor allem für Frauen es oftmals ein Angstraum ist. Und da kann man einfach doch mit ganz einfachen gestalterischen Elementen sehr viel machen. Zum Beispiel mit Glaselementen in den Türen, damit man weiß, was ist zum Beispiel im Treppenhaus. Ist da gerade jemand? Eben wie beim von Ihnen mitgeplanten Parkhaus Petersweg in Regensburg. Unsere Treppenhäuser haben Glastüren. Das heißt, es kann sich keiner verstecken. Deswegen gibt es da keine dunklen Ecken hinter Türen. Das sind so die beliebten Vandalismus-Ecken hinter einer Tür. Das gibt es bei uns nicht. Doch was gibt Antwort auf die eine Frage, wo steht eigentlich mein Auto? Männer orientieren sich sehr gerne an Zahlen. Also bei der Autosuche im Parkhaus sind Männer eher bereit, sich die Stellplatznummer zu merken. Frauen sind eher bereit, sich die Farben zu merken. Und dadurch wirkt man von zwei Seiten her eigentlich auf das Orientierungssystem. Frauen achten auf Farben, Männer dagegen mehr auf Ziffern. Auswärtige orientieren sich an Piktogrammen, helle und dunkle Bodengestaltung. Hilft das alles denn? Vom Betreiber kriegen wir das Feedback, dass eben nicht ganz viele Anrufe eingehen, weil die Leute meinen, ihr Auto wurde gestohlen. Es ist dann in 99,9% der Fälle eben nicht der Fall, dass das Auto gestohlen wurde, sondern dass derjenige sein Auto nicht mehr gefunden hat. Und das passiert im Petersweg, ist mir persönlich kein Fall bekannt. Ist es wirklich angewandte Psychologie, was beim Autofinden hilft? Ich finde, das ist sehr gut. Sie haben noch nicht probiert, ob Sie Ihr Auto jetzt auch wiederfinden oder nicht? Das ist kein Thema. Ich habe es aufgeschrieben, welche Nummer. Ich merke mir das Stockwerk und dann, wo es steht. Also die Seite, wo es steht. Die Nummer nicht unbedingt. Warum hat es denn gar keine Nummern da? Schon. Worauf achten Sie jetzt in erster Linie, um Ihr Auto wiederzufinden? Auf die Etage. Farbe der Etage und Rest brauche ich nicht. Dann weiß ich es. Dann finden Sie es. Ja, ich brauche nur die Farbe der Etage. Und bei Ihnen? Ich habe mir die Nummer gemerkt, 304.
Und welche also wir Farbe? Finden zusammen. Was Farbe war jetzt? Müsste ich gelb sein. Gelb. Gelb. Okay. Danke. Wegeleitsysteme und Raumgestaltung in Kliniken, Einkaufszentren, Kindergärten. Alles Einsatzgebiete von Tubay. Und eben öffentliche Toiletten, wie hier in Neumarkt in der Oberpfalz. Früher sah die mal aus wie ein Schlachthaus, nur nicht so hygienisch. Bis die Architekturpsychologinnen kamen und, ja, zauberten. Das war eben ein wichtiger Faktor, mit hochwertig wirkenden Materialien zu arbeiten. Und deswegen auch diese Motive, die eben eine gewisse Wertigkeit ausstrahlen, die sehr wenig Weißanteil haben, weil Vandalen ja dazu neigen, sich zu verewigen auf unterschiedlichen Untergründen. Und das macht natürlich bei Weiß mehr Sinn. Aber wenn ich mit sehr viel gesättigten Farben arbeite, macht es einfach nicht so viel Spaß, darauf zu schreiben. Und Dreck verursacht Dreck. Das kann man eben gut beobachten, dass sobald einer hinschmiert, gleich 3, 4, 5 Schmierereien am nächsten Tag da sind. Erinnern Sie sich an das öffentliche WC vom Film Anfang? Schreckensorte. Unorte, unwürdig. Versetzen sich die Planer und Architekten denn nicht in die späteren Nutzer? Tubay tut es. Wissenschaft mit praktischen Folgen nennen sie das. Doch nur wer putzt, erlebt hautnah, ob Architektur sich auch in der Praxis bewährt. Der Boden ist wirklich viel leichter zu reinigen, wie jetzt zum Beispiel Fliesen würden. Solange man dann die Grundreinigung macht, ist es top. Dass es beschmiert wird, ist öfters der Fall. Und dass der Randalismus sehr oft, hier zum Beispiel, das haben sie wieder kaputt gemacht, das war erst kaputt. Naja, wir schauen, dass wir das mit den Mitteln wegbekommen, aber meistens ist es so, dass wir einen Maler brauchen oder intensive Reinigung. Mit intensiven Mitteln, dass es weg wird. Die Drogenszene ist jedenfalls verschwunden. Vom Ekelklo zum Edelklo. Und was das Putzteam beobachtet, fließt ein in die Tubay-Nutzeranalyse. Der klassische Vandale lässt sich jetzt nicht interviewen. Also das wird natürlich schwierig. Den ins direkte Gespräch zu kriegen. Aber das Reinigungspersonal ist da sehr guter Informationsübermittler. Die drei Engel von Tubay sind gerüstet für den Kampf gegen die gebaute Hässlichkeit. Ihre Waffe? Die Psychologie.